Herzlich willkommen bei Eng am Ball, dem Hauptsache Fußball Talk. Wir sind heute in Dortmund am Friedensplatz im Clubhaus 1249. Unsere Runde beschäftigt sich heute mit dem Thema Fußball im Ruhrgebiet. Sind die Großen Dortmund und Schalke so groß geworden, dass die Kleinen nicht mehr hochkommen? Essen, Bochum und auch insbesondere der MSV Duisburg. Zu Gast habe ich heute Holger Sitter vom Magazin Gib mich die Kirsche. Seit 10 Jahren hier schon als der wichtigsten Fußballmagazine im Ruhrgebiet. Dann habe ich Ralf Koss hier, der für den Zebrastreifenblog schreibt und auch in den Fankreisen vom MSV da sehr angesehen ist und auch ein sehr schönes Buch gemacht hat mit die 111 besten Orte des Fußballs im Ruhrgebiet. Dann Thomas Reis vom VfL Bochum, U19-Coach und jetzt auch Co-Trainer bei der ersten Mannschaft und Oliver Runert, Chef-Scout bei Schalke 04. Und auch Leiter des Nachwuchszentrums bei Schalke. Co-moderieren tut Marco Jankowski, mein Name ist Andreas Bach. Die erste Frage jetzt gleich mal Richtung Duisburg. Wie ist da, weil es ganz aktuell ist, auch der Stand der Dinge? Ja, ich habe heute Morgen noch mal mir die Ergebnisse der Pressekonferenz angesehen, gerade eben in der Vorbereitung. Und es scheint ja so, dass tatsächlich mit aller Macht versucht wird, die Lizenz für die dritte Liga zu erhalten. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Engagement, dass Jürgen Marbach, der neue Aufsichtsratsvorsitzende des Wirtschaftsunternehmens MSV Duisburg, dort zeigt. Aber es wird eine ganz haarige Sache, sagt er selbst. Die Alternative dazu ist anscheinend die fünfte Liga. Und wenn ich das so höre, das ist so bitter, weil der Richterspruch gestern, der wurde auch nochmal dann gestern vom Stadion, vom Vorstand zitiert, der sagte ausdrücklich, dass am 23.05., also mit Abgabe der Lizenzunterlagen, die Lizenzbedingungen nicht erfüllt gewesen sind. Aber im gegenwärtigen Zeitpunkt sind diese Lizenzbedingungen erfüllt. Also sprich, da ist bei der Abgabe der Unterlagen so etwas dramatisch schiefgelaufen. Und das heißt, da ist jetzt das Kind völlig im Brunnen gefallen. Das bedeutet natürlich, die Mannschaft, der ganze Verein muss jetzt für die, sag ich mal, wirtschaftlichen Fehlplanungen der Spitze büßen. Genau. Deiner Ansicht nach jetzt auch, frage ich auch gerne in die Runde, sollte man da nicht gleich einen Cut machen und in der fünften Liga neu anfangen oder jetzt mit diesem immensen Schuldenberg von, glaube ich, 25 Millionen in der dritten Liga dann weitermachen? Wie kann man das überhaupt wieder konsolidieren? Ja, ganz, ganz schwierige Frage und da gibt es auch ganz geteilte Meinungen, auch innerhalb der Fanszene. Es gibt einen großen Teil der Fans, die sagen, wir fangen einfach in der fünften Liga wieder an und machen den Schnitt und dann fangen wir bei Null an, haben die Schulden und los und haben vor allen Dingen nicht mehr die Notwendigkeit, uns mit Walter Helmich auseinanderzusetzen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, dass dieser Mann im Verein in der dritten Liga weiter notwendig ist als jemand, der viel Geld in diesen Verein in Darlehen investiert hat. Das auch noch mal ganz deutlich gesagt. In der Öffentlichkeit in Deutschland gilt er immer als Mäzen dieses Vereins. Aber der Mann ist ein Unternehmer, der hat sich unternehmerisch engagiert. Und natürlich am Anfang auch hat er sich auch sicherlich mit viel Arbeitskraft in den ersten Jahren engagiert. Das will ich alles gar nicht abstreiten. Aber trotzdem muss man ja sehen, dass ein Mäzen Geld ohne irgendein Interesse in diesen Verein stecken würde. Er hat aber ganz deutlich gehabt, wirtschaftliche Interessen, also das möchte ich noch mal einmal ganz klar sagen, damit, weil es in Deutschland anders gesehen wird. Und jetzt habe ich gerade mal den Faden verloren, weil mir das so wichtig war. Ich würde dann auch gerne mal Herrn Reis fragen, weil Bochum hat sich jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, in der zweiten Liga etabliert. Leider, muss man aus Ihrer Sicht sagen. Wie wird das bei euch gehandhabt? Also ihr habt ja jetzt nicht diese Lizenzprobleme, aber es macht doch jetzt auch in dem Kontext Ruhrgebiet bei den Großen erkennbar Probleme, da nochmal in die erste Liga auch hochzukommen, was es ja früher so gar nicht gab. Nein, man sieht es ja, also je länger man in der zweiten Liga spielt, dass natürlich dann auch die Fernsehgelder dementsprechend geringer sind, dass die Zuschauer manchmal auch so ein bisschen die Hoffnung verlieren, wenn die Leistung nicht annähernd gut war. Also auch in der letzten Saison, ich meine, man hat bis zum Schluss um Abstieg gespielt, was eigentlich für den VfL Bochum nicht würdig ist.
Und man versucht jetzt eine Mannschaft aufzubauen, was nicht ganz einfach ist, weil man doch viele Spieler verloren hat, die sich für andere Vereine entschieden haben. Man versucht jetzt was aufzubauen und dann mit dem Trainer, mit Peter Neururer, irgendwann mittelfristig wieder die erste Liga zu erreichen. Wie schwierig schätzen Sie das ein, der Verein? Nein, das ist mit Sicherheit schwierig. Ich meine, man muss jetzt schauen, dass man Spieler dazu bekommt, weil die finanziellen Möglichkeiten von Jahr zu Jahr weniger werden. Die Gehälter können nicht mehr so bezahlt werden, wie es vielleicht mal früher war. Dann ist natürlich auch legitim von Spielern, die woanders dann ein bisschen mehr Geld verdienen können, dass sie dann auch den Verein wechseln. Das ist so in der heutigen Zeit, was ich einerseits verstehen kann. Und deswegen wird es halt schwierig. Man muss halt einfach auf junge Spieler bauen, vielleicht auch aus der Region oder junge Spieler, talentierte Spieler finden. Wir haben jetzt auch einige ausgeliehen gehabt, die halt ja, sagen, okay, der VfL Bochum ist ein Verein, wo ich mich vielleicht das erste Mal ins Rampenlicht spielen kann im bezahlten Fußball. Auf solche Spieler muss man mittlerweile setzen und hoffen, dass man da Spieler dazu bekommt, die einfach Bock drauf haben, für den Verein was zu erreichen. Und dann muss es halt passen und man muss halt einfach auch das nötige Glück haben, gut aus den Startlöchern zu kommen, wie es immer ist, um vielleicht dann auch eine Euphorie zu entfachen. Da möchte ich ganz sachlich gleich auf diese Konkurrenzsituation jetzt natürlich kommen, die Personalie Goretzka, wo man dann halt deutlich auch sieht, es gibt Möglichkeiten für sehr talentierte Spieler, sich dann sehr zu verbessern. Wie sieht man das dann bei Schalke 04 von außen? Man hat ja sicherlich auch kein Interesse, einen Verein, von dessen Konkurrenz man ja auch lebt, zu schwächen. Auf der anderen Seite nimmt man den Spieler jetzt natürlich dann auch gerne, weil er talentiert ist. Aber wäre es nicht klüger gewesen, ihn noch ein Jahr in seinem Umfeld zu belassen, dass er da noch mehr Spielpraxis sammelt? Gut, ich sag mal, wir gehen ja immer davon aus, dass, was Sie gerade schon eingangs gesagt haben, dass wir natürlich immer daran interessiert sind, dass die Clubs im Ruhrgebiet insgesamt in hohen Ligen spielen. Denn gerade das ist ja auch das, was das Ruhrgebiet ausmacht. Und das ist mit Sicherheit nicht Ziel von Schalke 04 oder auch einem Borussia Dortmund im Augenblick, den Erstligisten dafür zu sorgen, dass wir im Ruhrgebiet keinen Wettbewerb mehr haben. Ganz im Gegenteil, denn davon, ich sag mal, lebt das Ruhrgebiet und davon lebt der Fußball hier und die Identifikation sicherlich auch. Und speziell auf den Fall Goretzka angesprochen, ist es sicherlich so, dass man eben auch sagen muss, dass der Spieler ja jetzt nicht explizit von Schalke 04 umworben war, sondern eben ein Spieler ist, der von ganz vielen Vereinen umworben gewesen ist. Und natürlich ist es auch unsere Aufgabe und Pflicht, wenn die Möglichkeit besteht, diesen Spieler zu uns zu holen, dann eben das auch möglichst zu realisieren. Wie jetzt die genaue Konstellation ist, muss man an der Stelle sicherlich jetzt nicht nochmal im Detail besprechen. Das ist ja auch bekannt, dass es da im Augenblick halt noch diverse Meinungen halt zu gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es vom Grundsatz her sicherlich für uns als Schalke 04 sinnvoll, dass der Spieler dann im Ruhrgebiet verbleibt und zu uns kommt und die Möglichkeit hat, erste Liga zu spielen, weil er sich wahrscheinlich ohnehin sonst für einen anderen Weg oder für einen anderen Verein entschieden hätte. Aber ist das dann nicht auch eine Gratwanderung, wenn Sie sagen, Sie haben ja kein Interesse daran, sozusagen die beiden Vereine, die jetzt nicht zu den Großen zählen, sozusagen zu schwächen im Ruhrgebiet auf der anderen Seite, aber gerade im Nachwuchsbereich ist der Kampf um die Talente ja nun auch in der letzten Dekade immer weiter entbrannt, oder? Ganz klar, das ist im Jugendbereich sicherlich auch schon der Fall und wird sich auch im Seniorenbereich natürlich dann entsprechend sicherlich auch ausdehnen. Aber das, was der Thomas Reis gerade schon sagte, muss man da auch nochmal unterstreichen. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, der halt entsprechend Wirtschaftsunternehmen Fußball-Bundesliga ist. Und da ist es sicherlich für den VfL Bochum halt auch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, wir setzen auf unsere Jungs, wir bilden die aus und du kannst am Ende nicht immer alle halten. Und ich sag mal, das, was den VfL Bochum jetzt im Fall Goretzka trifft, trifft Schalke 04 auch wieder auf einer anderen Ebene mit Spielern. Also von daher ist es eigentlich ein Prozess, wo eine Ausbildung da ist, die letzten Endes dann aber dazu führt, dass diese Ausbildung hier auch entsprechend honoriert wird. Und natürlich habe ich auch Verständnis dafür, dass ein Spieler, der so lange Zeit halt schon beim VfL gewesen ist, dort auch entsprechend, als ganz, ganz wesentlicher Spieler angesehen wird und als sportliche Schwächung. Nichtsdestotrotz ist natürlich der finanzielle Aspekt dann auch wieder einer, der für einen Verein wie den VfL oder auch für Schalke 04 bei Spielern wie Manuel Neuer zum Beispiel halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Okay, wenn man jetzt mal nach Dortmund guckt, wenn von außen betrachtet, der Verein ja auch Schwierigkeiten hatte vor 10 Jahren, gerade als ihr euch dann gegründet hat, als gebe ich die Kirche, um sozusagen auch von außen Opposition zu machen. Und jetzt sieht man, wie man sich konsolidiert hat. Was wäre denn jetzt, wenn man es von dieser wirtschaftlichen Seite her betrachtet, für euch eine Möglichkeit zu sagen, okay,
die Balance ist vielleicht nicht mehr so gegeben wie in den 70er, 80er Jahren zwischen allen wichtigen Vereinen im Ruhrgebiet. Was könnte denn ein Weg sein, da wieder zurückzufinden, dass alle auch, sage ich jetzt mal ganz platt, zufrieden sind und sich entwickeln können? Ja gut, grundsätzlich muss man sagen, das, was Ralf ja auch schon gesagt hat, es ist so, dass die wirtschaftlichen Interessen eigentlich immer das Handeln bestimmen. Wie wir jetzt auch erlebt haben, sind auch wir, wie alle anderen, ein Ausbildungsverein. Wir bilden Spieler aus, wir holen die, wir entdecken die. Da ist das Scouting ja bei allen Vereinen recht gut im Ruhrgebiet. Die werden ja teilweise bis ins Siegerland gescoutet, geholt, gebracht, betüdelt. Und dann verlierst du dann so einen Spieler wie wir jetzt mit Mario Götze, den uns dann ein wiederum größerer wegnimmt. Das ist halt der Lauf der Dinge und da können wir, glaube ich, auch nichts gegen machen. Das heißt, man kommt aus dieser Konkurrenzsituation auch im Ruhrgebiet nicht raus, obwohl vielleicht gerade hier in der Region eine Identität da wäre, die vielleicht auch ein bisschen geben beinhaltet und nicht nur nehmen gegenseitig. Ja, wie soll das aber aussehen? Ja. Wie soll das aussehen? Man sieht das ja gerade an dem Verhältnis zwischen, also wie gerade besprochen, Spieler Goretzka, VfL Bochum ist der kleinere Verein, Schalke 04 die größere Perspektive. Da hast du keine Möglichkeit. Da kannst du auch als Schalke 04 kannst du nicht sagen, okay, ich verzichte jetzt auf den Spieler. Der gilt als eines der größten Talente im Land. Und der hat da eine Perspektive, in einem Team mit einem Julian Draxler zu reifen und die kann man eben eigentlich auch nicht verbauen. Ja gut, wir sehen jetzt halt im Süden mehr Bundesliga-Vereine in der ersten Mannschaft. Im Norden jetzt plötzlich 5 Vereine oben mit Hertha BSC. Es kommt, wenn man von draußen drauf guckt, einem doch schon so vor, als ob im Ruhrgebiet so eine schleichende Entwertung der ganzen Fußballsituation dann stattfindet und immer weniger Vereine auch in der dritten und zweiten Liga dann stattfinden. Und das kann nicht im Interesse auch von den großen Vereinen sein, weil dann einfach der Unterbau komplett wegsackt. Ist dieser Eindruck falsch? Also mir drängt das sich von außen geradezu auf. Also ich habe was ist eine Möglichkeit? In idealistischer Weise habe ich im Kopf, dass es natürlich Vorarbeit bedarf, gemeinsame Absprachen im Vorfeld. Also da gehört ein langer Prozess zu, das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber als in idealistischer Form ließe sich doch sehr wohl Farmteams, wie kenne ich aus dem Basketball, also dass sich die mittelgroßen und die großen Vereine im Vorfeld auf langfristige Pläne einigen könnten. Das ist ein idealistischer Ansatz vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen weiter zurück aufnehmen, den Ball. Wie wird denn ein Verein groß? Man kann das ja sehr schön an dem Beispiel sehen, Borussia Dortmund. 2008 einen Trainer geholt, ein Konzept umgesetzt und verfolgt über Jahre. Wie man sieht, Schalke hat jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Trainer. Da ist die Kontinuität natürlich so nicht erkennbar. Wie es jetzt bei uns war, es ist jedes immer ein Fortschritt zu erkennen. Es ist eine Philosophie da und es wird ein Team geformt, wo auch mal einer rausbrechen kann, kommt ein neuer nach. Aber das System ist das gleiche und es ist erfolgreich. Es war so erfolgreich, dass es in den letzten Jahren sogar den Klassenprimus abgelöst hat. Und dann spielst du natürlich auch die wirtschaftliche Seite ein, die dann funktioniert. Dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und für die Spieler im Land ist die Botschaft, du kannst zum BVB gehen, als junger Bursche hast du deine Chance. Das ist natürlich auch der Schlüssel für sowas. Ich meine, anders kann der VfL Bochum beispielsweise gar nicht agieren, als sowas zu machen. Wenn die Mittel fehlen, musst du halt die richtigen Leute und das richtige Konzept haben. Meiner Meinung nach. Das ist ja auch immer wichtig. Also ich meine, wir haben es ja selber erlebt. Es kommt auch immer darauf an, wer ist in dem Moment Cheftrainer. Ja, du kannst noch so viel erzählen oder den jungen Spielern mitgeben. Wir haben natürlich eine Konkurrenzsituation mit Schalke und Dortmund, die auch wirklich sehr, sehr gute Jugendarbeit machen. Nicht umsonst spielen die Schalke A-Jugend jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mit, was mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Arbeit ist, die dort geleistet wird. Vielleicht natürlich sind die Möglichkeiten da ein bisschen anders, aber wir müssen halt dahin gehen. Und wir haben jetzt auch mit Peter Neururer einen Trainer, der auch auf die Jungen baut, ja, wo wir dann halt einfach sagen, dass die Chance beim VfL Bochum, glaube ich, sehr, sehr gut ist, den Sprung mal zu den Lizenzspielern zu schaffen, was jahrelang vielleicht auch davor aber nicht der Fall war. Ja, da konntest du noch so gute Jugendspieler ausbilden, die einfach dann nicht die Chance bekommen haben, sei es Gündogan, der dann irgendwann mal gegangen ist, der halt nicht so integriert wurde. Und das muss der Weg vom VfL Bochum sein. Und mir ist schon klar, und es ist ja auch, dass ein Leon Goretzka nicht nur bei Schalke im Gespräch war, sondern überall, auch international. Und wenn so ein Spieler auf dem Markt ist,
ist klar, dass den auch jeder haben möchte. Die Frage ist nur, die ich mir halt stelle, auch aus Trainersicht, weil ich jetzt auch mit Leon genug zusammengearbeitet habe, ob es der richtige Schritt ist, jetzt schon zu gehen, weil ich halt auch gesagt habe, Mensch, wenn er jetzt noch ein Jahr geblieben wäre, hätte er mit Sicherheit eine Riesenposition hier bekommen, eine zentrale Rolle gespielt. Hätte vielleicht dann 60 Zweitligaspiele in den Beinen, hätte dann den Weg gehen können. Aber wie die Vertragskonstellationen sind, ich meine, weiß mein Kollege nicht, weiß ich nicht. Und darüber möchte ich auch gar nicht mich groß äußern. Mir geht es halt nur um den Jungen, weil das, was im Moment halt auf den Leon einstürzt, finde ich absolut Katastrophe. Weil es ein Top-Junge ist, der in Bochum mal durch und durch ist, der ja in Bochum noch in die Schule geht. Und ich finde es halt einfach nur schade, was im Moment passiert. Ich hoffe, dass das jetzt schnellstmöglich, egal wie geregelt wird, dass der Junge den Kopf frei hat und dass er seinen Weg hoffentlich dann auch machen wird, weil er wirklich ein Riesentalent ist. Und ich hoffe einfach, also ich würde es mir auch wünschen. Es ist für mich halt nur schade, dass wenn man jemanden holt wie Peter Neururer, dass das nicht schon diese Strahlkraft hat nach innen, dass so eine Person dann sagt, okay, ich bleibe dieses Jahr noch da. Weil ich glaube, es muss ja im Interesse vom Verein auch sein, einen Trainer zu holen, der dann 3-4 Jahre da ist. Und wir sagen, wir nehmen jetzt dieses Konzept, wir arbeiten kontinuierlich. Wir haben mit Heinemann, den wir zurückgehalten, mit Wosch, mit Ihnen, Leute, die einfach dafür auch stehen, da ist eine klare Linie zu erkennen. Jetzt gucken wir mal, was in 4 Jahren los ist. Klar, ich meine, dass ein Leon mit Sicherheit nicht zu halten gewesen wäre, ja, auf Dauer, das ist uns allen klar. Wenn so ein Talent da ist, dass er nach Höherem strebt, Das ist auch seine Einstellung, die er hat, die er an sich auch hat. Und ich glaube auch, dass er sich kurz oder lang auch durchsetzen wird. Nur die Frage, die ich mir halt stelle oder wo ich schon gesagt habe, ist es jetzt schon in dem Moment der richtige Schritt? Vielleicht hätten auch andere Vertragskonstellationen sein können, dass man hätte vielleicht ihn ausleihen können wieder oder sonstige Dinge. Aber das ist Sache, die Vereine jetzt klären werden. Und ich hoffe einfach nur für den Jungen, dass er den Kopf frei kriegt, weil das, was im Moment auf den Einstieg hat, einfach nicht verdient. Herr Rundert, da wollte ich Sie fragen im Zusammenhang. Sie sind ja sehr tief drin hier, auch gerade im Ruhrgebiet, was das Thema Scouting betrifft. Gibt es denn so ein Gentleman's Agreement oder guckt da wirklich jeder Verein für sich, dass er dann hier im Umkreis von 150, 200 Kilometern auch die Talente ab 13, 14 Jahren dann am ehesten zu sich holt? Oder spricht man da auch schon mal mit den Gelben oder den anderen? Du hör mal, so die wir oder wir, die, wie läuft das ab? Also grundsätzlich ist es sicherlich so, dass die Verantwortlichen der Nachwuchsleistungszentren in den Vereinen untereinander gut miteinander arbeiten. Das glaube ich schon und das ist auch eine sehr sachliche, sehr vernünftige Ebene und ich glaube, da gibt es unter den Vereinen eigentlich wesentlich weniger Berührungspunkte, als das manchmal vielleicht nach außen dringt. Grundsätzlich ist es allerdings auch so, das muss man an der Stelle betonen, dass es dieses Gentleman's Agreement grundsätzlich bis vor 2 Jahren wirklich gab. Und dieses Gentleman's Agreement war dann halt auch wirklich von den meisten Vereinen, ich will es mal so sagen, gut gelebt. Da hatte man wirklich die Gewissheit, wenn du Spieler im Jugendbereich hast, dann sind die im Regelfall dort auch weiterhin ausgebildet worden. Problematisch ist dieses neue sogenannte Papier zum Schutz der Nachwuchsleistungszentren, was ich persönlich und auch der Verein Schalke 04 stark kritisieren, weil nämlich das dazu geführt hat, dass es nämlich jetzt möglich ist, Spieler untereinander abzuwerben. Und natürlich machen wir das genauso, dann nehme ich uns gar nicht mehr raus. Ja, aber mittlerweile bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil letzten Endes man den Ball hier eigentlich den Beratern zugespielt hat, die ja auch im Jugendbereich schon stark vertreten sind. Und wenn Verträge nun auslaufen, letzten Endes kann jeder Spieler eigentlich für einen, ich sag's jetzt mal, in dem Bereich Spottbetrag, dann das Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg verlassen, das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum oder von Schalke 04 und zu einem anderen Verein wechseln. Und wie ich es gerade schon sagte, das ist sicherlich eine Thematik, der wird man sich stellen müssen, denn das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, weil im Endeffekt, und da gebe ich Ihnen recht, sind es natürlich die kleineren Vereine und die kleineren Nachwuchsleistungszentren, die da dann fast gar keine Chance mehr haben, ihre Talente zu halten. Was muss man da ändern? Dieses Gentleman's Agreement zum Beispiel wiederbeleben, das fand ich wesentlich sinnvoller, als da in irgendeiner Art und Weise eine Regelung einzuführen, wo man sagt, ein Spieler im B-Jugendbereich aus Nachwuchsleistungszentrum XY wechselt zu Z für einen Betrag von 10.000 Euro, was jetzt für Borussia Dortmund oder für Schalke 04 natürlich, ich sag's nochmal, überhaupt nicht das Problem wäre, oder auch die großen Vereine insgesamt in dieser Liga, das entsprechend zu realisieren. Und für die kleinen Vereine ist es dann kaum noch möglich, diese Spieler halt zu behalten. Und deswegen beim Gentleman's Agreement wusste jeder, die Spieler der anderen Nachwuchsleistungszentren sind tabu. Zumindest gab es das früher immer zwischen Dortmund, Leverkusen, Schalke und im Grunde genommen auf dieser Ebene. Und ich habe das immer für sehr gut befunden, weil eines ist auch klar, wenn Schalke und Dortmund dort aneinander geraten, haben wir da wirklich ein Problem auf Dauer. Welche Logik stand denn ursprünglich dahinter, das Agreement sozusagen aufzulösen? Wie wurde das begründet? Weil ich meine, es klingt ja jetzt eher so, als wenn die Folgen ausschließlich negativ wären.
Ich finde sie auch negativ im Endeffekt, sage ich ganz offen und ehrlich, weil du eben dir nicht mehr sicher sein kannst, wenn du einen Spieler verlängerst, beziehungsweise nicht verlängerst und einen auslaufenden Vertrag hat im Nachwuchsbereich oder halt ganz normal ausläuft zum Saisonende hin. Und mittlerweile, das ist die heutige Realität, kommen die Spieler ab der U15, U16 mit Beratern. Und das hat es früher nicht gegeben. Das hat sich mittlerweile so verschoben, dass das natürlich wesentlich extremer geworden ist. So, und die bringen dann natürlich diesen Spieler auch bei anderen Vereinen ins Gespräch. Und dann hast du halt dort die Möglichkeit, einen besseren Verein Vertrag zu zeichnen. Und das meinte ich halt gerade damit. Und dieses, wie ich es gerade sagte, Gentleman's Agreement war deshalb einfach sinnvoller, weil man wusste, auch die oft in der Beraterebene, den brauche ich gar nicht bei dem Verein anzubieten. Und der kann in Ruhe beim MSV Duisburg, beim VfL Bochum oder sonst wo halt seine Karriere weiterplanen. Ja, und dann, wenn es irgendwo Gründe gab, hat man sich ohnehin unterhalten. Aber jetzt hat man alles festgeschrieben, es gibt eine Tabelle und anhand der Tabelle wird alles geregelt und das ist dann halt schwierig. Besteht denn die Möglichkeit, theoretisch das Agreement wiederzubeleben? Dass man, wenn sich die Vereine zusammensetzen, dann sagt, wir möchten es trotzdem wieder so handhaben? Weil ich meine, im Endeffekt profitieren die Vereine ja wahrscheinlich schon eher davon. Die profitieren von dem Agreement, meinen Sie jetzt mehr? Also, sagen wir es mal so, für die... Nachhaltiger, genau. Nachhaltiger ist es sicherlich von der Förderung. Wir loben uns ja gerade alle im deutschen Fußball dafür, dass wir im Moment so viele junge Talente haben. Und ich meine, der Kollege hat es eben angesprochen. Ich sag mal, für Götze war es sicherlich auch gut, dass der immer wusste, dass der bei Borussia Dortmund seine Ausbildung zu Ende macht, ohne dass da irgendwo andere Überlegungen, Bayern, München oder wer auch schon aufkamen. Und für Draxler war es sicherlich auch nicht schlecht, dass der von Anfang an wusste, ich bleibe eh bei Schalke, bis ich die Nachwuchsabteilung durchlaufen habe oder sonst irgendwelche Dinge. Das gehört sicherlich auch mit zu der Konzeption vom DFB, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und ich glaube halt, dass man hat jetzt eine Erprobungsphase, die geht bis, glaube ich, nächstes Jahr September. Und dann wird sich die DFL, der DFB damit neu befassen müssen. Und wir werden mit Sicherheit kein Verein sein, der das so weiter unterstützt, diese Konzeption. Zumindest muss an ihr gearbeitet werden. Eine zweite Frage, die sich da für mich dran anschließt, ist die Frage der Durchlässigkeit der Ligen. Weil es hat ja auch mittelbar was damit zu tun. Wir haben jetzt extremen Stress, extreme Probleme, wenn jemand von der vierten in die dritte Liga nach oben will. Wir haben aber gerade im Ruhrgebiet sehr viele Vereine. Das heißt, wenn man es deutschlandweit wieder betrachtet, ist es eigentlich eine Regelung, die sehr zum Nachteil von einer derart dicht besiedelten Region ist. Ein Verein wie Lotte, der kann 10-mal Meister werden, dann muss in die Relegation, dann kommt halt Red Bull Leipzig nach oben. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Müsste man nicht auch gerade hier die Durchlässigkeit wieder vereinfachen, um eben auch den Austausch zu gewährleisten, A und B, den kleineren Vereinen auch eine Möglichkeit zu geben, dauerhaft so zweite, dritte Liga zu spielen? Ja, sicherlich. Ist eine interessante Überlegung. Ich wüsste jetzt auch kein Patentrezept, was man da machen könnte. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn ein Mäzen oder Sponsor, Großsponsor, einen Verein übernimmt, den wirtschaftlich pusht, wie wir es ja in Hoffenheim gesehen haben. Das ist natürlich schwierig. Jetzt hat Hoffenheim auch noch SAP auf dem Trikot. Dann ist das eigentlich perfekt, die Allianz, die uns da alle so nachdenklich macht. Red Bull Leipzig ist ein interessantes Thema. Der Aufstieg ist ja mit Geld nicht zu verhindern. Der kann verlängert werden, aber auch die Sportfreunde Lotte konnten da im Endeffekt nichts gegen einwenden, dass der Weg weitergeht. Und da werden wir uns sicherlich zu gegebener Zeit nochmal befassen müssen. Das ist keine gute Entwicklung. Ist es denn auch der Strukturschwäche des Ruhrgebiets geschuldet, dass einfach auch zu wenig Sponsoren, zu wenig Unternehmen inzwischen da sind und sich dann alles auf Schalke und Dortmund konzentriert, dass auch über die Schiene dann den kleineren Vereinen das Geld fehlt? Stichwort MSV Duisburg. Oder Rot-Weiß Essen. Ja, sicherlich. Da es gibt natürlich eine Konzentration der Großsponsoren. Evonik war ja in Duisburg auch und die haben sich zurückgezogen. Und die Vereine der zweiten und dritten Liga müssen dann in ihrem kleinen Kreis versuchen, kleinere Sponsoren zu gewinnen. Gut, aber das sind nun mal die Gegebenheiten und das ist, also für mich ist das eigentlich ein Abbild der normalen Konzentration des gesamten Wirtschaftslebens. Also da macht der Fußball nun mal keine Ausnahme. Und das Einzige, was man machen kann, ist intelligent zu handeln, vor Ort. Und wenn da dann jemand ist mit Charisma, Vision, dann wird sich da vielleicht, da kann man dann vielleicht eine Gegenbewegung gestalten. Also in Duisburg hoffe ich das. Es hat auch viel mit Attraktivität zu tun, glaube ich. Man muss sich auch interessant machen für einen Sponsor. Und da ist natürlich sportlicher Erfolg eine Hausnummer, die sich da nicht leugnen lässt. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, sicherlich ein Portfolio an interessanten Lokalmatadoren und Sponsoren zusammenzukriegen.
um eben da im Rahmen der Möglichkeiten was zu bewegen. Also das ist, lasse ich nicht als Ausrede gelten. Aber der Kollege Reiß hat es ja eben auch schon angedeutet, was natürlich auch ganz wesentlich heute ist, sind die Fernsehgelder. Und man darf ja eines nicht vergessen, hier in der vierten Liga, so viele Traditionsvereine, wie wir hier im Westen haben. Und da sind ja nun noch immer auch wirkliche Vereine, die ein unglaubliches Zuschauerpotenzial haben. Wenn ich da an Rot-Weiß Essen denke und auch früher an Preußen Münster, die es dann irgendwann geschafft haben, in die dritte Liga jetzt Gott sei Dank aufzusteigen. Aber im Westen ist ja das ganz geballt. Und wenn man dann sieht, dass aus dieser vierten Liga am Ende der Meister nicht mal aufsteigt, dann muss man natürlich sagen, dass das ist für Traditionsvereine, die in dieser Liga spielen, unglaublich schwierig, überhaupt dort rauszukommen. Und wenn du dann nicht rauskommst, um weitere Fernsehgelder zu generieren, ist es auf Dauer auch sehr schwierig, einen so guten Kader beieinander zu behalten. Denn es ist ja auch so, das muss man ja auch klar sagen, von den Strukturen her ist auch die vierte Liga heute fast professionell gegliedert. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich da insgesamt mit befassen muss, sicherlich auch zu sagen, das kann auf Dauer nicht sein, dass aus 5 Regionalligen, die man gemacht hat, aufgrund auch von das muss man auch sagen, von Verbandsinteressen, am Ende 3 aufsteigen. Denn auch eines des Problems der Traditionsvereine ist sicherlich auch, dass wir Vereine wie Hoffenheim, wie Red Bull Leipzig, wie Bayern 04 Leverkusen, viele Vereine halt auch haben, wie der VfL Wolfsburg, wo eben Werke hinterstehen, die eben dort entsprechend auch Geld reingepumpt haben und die Traditionsvereine an sich früher natürlich auch mehr oder weniger im Endeffekt unter sich waren. Rein von der Bevölkerungszahl muss man ja wirklich sagen, man hat so viele Menschen im Westen, auch wenn man das Rheinland jetzt mal nochmal mit dazu packt, dass man ja auch wirklich das Gros der Zuschauer hier hat und eigentlich auch ein großes Interesse hätte, dass hier viele Clubs höherklassig spielen. So würde dann vielleicht eine gemeinsame Initiative dann sogar Sinn machen. Jenseits der Strukturen, die wir von DFL, DFB oder jetzt auch von den Ligen her schon kennen. Wobei Andreas Rettich ja neulich bezogen auf den MSV da sich ganz klar positioniert hat und das Stichwort Tradition jetzt weit von sich gewiesen hat und wirtschaftlicher Fortschritt, den gäbe es nun mal, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Also man darf sich nicht zu sehr auf dieses Stichwort Tradition kaprizieren und dann damit versuchen, eben den anderen Bereich auszuschließen. Ich möchte nicht auf diesen vielleicht künstlichen Konflikt Traditionsclub und Neureiche, sondern ich möchte von der Region sprechen, wo nun mal sehr viele Clubs an sich auch sind und wie alt die jetzt sind, wann die gegründet sind, ob das nach dem Krieg war, ob das 1896 oder 1902 war, ist mir da egal. Aber ich finde, dass sich die Chancen, nach oben zu kommen in der Region, auch an der Bevölkerungszahl messen sollte. Und wenn dann der, sag ich mal ganz platt, der Ruhrgebietsmeister oder wie auch immer aus der vierten Liga nicht in die dritte aufsteigt, das kann nicht eine Regelung sein, die für die nächsten 10 Jahre, sag ich mal, auch förderlich für die Region, für den Fußball an sich ist. Das war aber schon die ausführliche Argumentation, die ich direkt mitnehme, mit nach Hause. Ja, aber das ist für mich halt dann als Außenstehender, weil ich bin ja nicht kein gebürtiger Mensch von hier, dann sage ich, da muss doch dann, wenn man schon von der Identität hier spricht, da muss ich doch den Ball zurückspielen und sagen, nicht jetzt morgen, aber mittelfristig, da könnte ich doch mal an einer Plattform arbeiten, wo man sich regelmäßig austauscht und guckt, was kann man da zusammen erreichen, ohne sich gegenseitig ins Gehege zu kommen. Konkurrenz ist gut, belebt das Geschäft, aber es gibt eben auch vielleicht so ein Miteinander, was uns dann alle noch stärker macht. Also das ist allerdings dann eher Sportpolitik. Das ist dann eher Sportpolitik bei den Verbänden angesiedelt. Ja, aber die Vereine haben die Macht, die Vereine haben die Wirtschaftsmacht. Ich wollte gerade sagen, das ist mein Gedanke gewesen, dass die Vereinsverwaltung sich dann begegnet, der Ruhrgebietsvereine. Also in einem erstmal loser Gesprächsrunde. Ich meine, das ist natürlich, es gibt Wirtschaftsverbände. Warum gibt es das dann als, weiß ich nicht, Fußballkammer? Es gibt Ruhrport. Den westdeutschen Fußballverband. Ja. Er sitzt ja in Duisburg. Ja. Ja. Ja, ich denke eher tatsächlich an eine Konzentration aufs Ruhrgebiet, weil das so wichtig ist hier. Man hat viel von Strukturwandel gesprochen in den letzten 20 Jahren. Das hätte man natürlich gerade in diesem immens breiten Sport mal natürlich auch, aber da hätte sich das abbilden können. Aber willst du jetzt Rot-Weiß Essen, Spielfall Erkenschwick, SCV Horst Emscher und wer auch immer, Westfaler Herne, einen Persilschein geben? Dass Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, was willst du da machen? Was kann man da machen, um die Infrastruktur dieser Vereine zu verbessern? Das ist doch die Frage. Das eine ist, jeder muss für sich gut wirtschaften. Aber wenn wir
dieses Gentleman's Agreement fände ich einen guten Punkt. Oder eben die Möglichkeit, dass wenigstens ein Verein von der vierten in die dritte hochgehen könnte. Das wäre für mich mal ein Ansatzpunkt. Das wäre für mich jetzt keine Begünstigung der ganzen Westschiene, sondern einfach nur ein vernünftiges Ding. Und das ist ein Muss. Also das ist für mich ein absolutes Muss. Es kann nicht sein, dass ein Meister eigentlich aufsteigt. Das ist ein eigentliches No-Go. Das muss man ganz klar sagen. Wieso möchtest du dann Meister werden? Wieso gehe ich als Spieler dahin und hau mich als junger Spieler dann auch gerade in der dritten, vierten Liga so rein, bis ich mit 21 vielleicht wechsle? Ganz klar. Die Frage ist ja, wenn wir reden jetzt oft über die vierte Liga, wie sie sich im Moment darstellt. Die Frage ist natürlich aber auch, wie ist es so, dass Vereine wie Rot-Weiß Essen, Oberhausen, jetzt halt auch der MSV Duisburg überhaupt dahin gekommen sind. Ist das ein Zeichen dafür, dass einfach dort individuell Fehler gemacht wurden? Oder ist es nicht eher so, dass es vielleicht einfach die hohe Konzentration der Vereine halt irgendwann zwangsläufig die Folge haben musste, dass sich einige absetzen, eben auch auf wirtschaftlicher Ebene, ich sag mal, Sponsorenattraktivität und so weiter und so fort? Ich denke ja schon. Ich meine, man hat ja gesehen gehabt, was in Hoffenheim, wenn dann halt der Hopp die Möglichkeit hatte, da sehr viel Geld reinzustecken. Man sieht es wieder in Leipzig, es werden immer wieder Vereine kommen, wir haben gesagt Wolfsburg, Leverkusen, die halt finanziell andere Möglichkeiten haben, die dann die kleineren Vereine überflügeln, ja, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten. Ich meine, so Leute, also, Gottes Willen, wie Herrn Hopp, investiert er nicht nur im Fußball, ja, er investiert, schafft viele Arbeitsplätze auch in der Region, darf man auch nicht vergessen. Aber es gibt halt immer wieder so Vereine, die dann halt die Kleinen einfach überflügeln. Und da musst du erstmal kämpfen darum. Ja. Und dass dann der ein oder andere Verein baden geht, weil er die Möglichkeit nicht hat und dann auch vielleicht auch die Struktur in der Mannschaft nicht so ist, dass man halt diese Liga dann erhalten kann. Das glaube ich schon, dass es immer wieder Vereine dann geben wird. Ihr seht das aber weniger als eine Folge der Kräfteverhältnisse im Ruhrgebiet, wie sie sich verschoben haben, sondern allgemein in Deutschland, wenn ich das richtig raushöre, oder? Ja. Also allgemein, wie gesagt, das ist in jeder Region kommt halt irgendwann mal ein Verein dazu, der dann halt finanziell halt bessere Möglichkeiten hat, der dann auch natürlich auch da wiederum dann im Nachwuchsbereich über Jahre dann die Talente dann für sich gewinnt. Ja, und dann halt in kleineren Vereinen dann vielleicht auch nur die Möglichkeit bleibt, gerade was dann das Profigeschäft angeht, wie ich vorhin gesagt habe, solche Spieler halt auszuleihen, aber halt nicht selber ausbilden zu können, weil man einfach die Möglichkeit nicht hat, die Spieler frühzeitig für sich zu gewinnen. Was ist da perspektivisch? Also was muss man als VfL Bochum oder als MSV Duisburg machen, um sich da zu positionieren in dieser... Ja, man muss, ich meine, man kennt es ja, die Konkurrenzsituation. Man muss versuchen, dass man gute Scouts hat, die das ja auch... Für kleines Geld machen, die dem Verein verbunden sind, wo man versucht, halt Talente für einen zu gewinnen. Ja, man kann jetzt, glaube ich, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass ein D-Jugendspieler, dass ich das sehe, dass der irgendwann mal im Profigeschäft ankommen wird. Ja, es gibt so viele Sachen, die Jungs durchleben. Ja, dann wird die erste Freundin kommen, dann wird das kommen, viele stürzt auf sie ein. Also das ist dann, finde ich, relativ früh. Man sieht ein gewisses Talent, wo man sagt, Mensch, der Junge hat irgendwas. Aber bis sie oben ankommen, ist ein sehr, sehr weiter Weg. Aber man muss frühzeitig versuchen, an sich zu binden und dann, ich glaube schon, sagen zu können, dass, ich meine, wird jeder Verein sagen, aber dass in Bochum schon ein familiäres Umfeld ist, wo die Jungs gut ausgebildet werden. Es hat sich auch dahingehend im Nachwuchsbereich sehr, sehr viel geändert. Schalke macht Dortmund mit Kooperationsschulen, wo die Jungs einfach auch schulisch gefördert werden, weil es unheimlich wichtig ist, weil nicht jeder den Sprung nach oben schaffen wird. Ja, sind die wenigsten. Aber ich habe dann auch immer gesagt, wenn du dann auch Jungs hast, die dann vielleicht später mal ihr Studium damit finanzieren können, spielen Oberliga, hat man auch für die Jungs dann viel erreicht. Und wenn der ein oder andere oben ankommt, klar, ist das dann für den VfL Bochum sicher sehr, sehr wichtig. Ja. Wäre das dann für euch auch der Weg beim MSV Duisburg? Muss das der Weg sein jetzt? Ja, der war ja schon eingeschlagen. Also das Problem ist nur, dass die hohe die hohe Stadionmiete, die auf Erstliganiveau angelegt war, als das ganze Unternehmen kalkuliert wurde, die gibt es ja seit 10 Jahren. Also von daher schleppt man einen Ballast mit sich herum und gegen diesen Widerstand wurde trotzdem versucht, irgendwie in eine Richtung zu kommen, die genau das aufgriff in den letzten Jahren, nachdem klar war, der Angriff auf die erste Liga ist gescheitert. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, den Boden wiederzufinden. Und der war ja erfolgreich. André Hoffmann ist nach Hannover gegangen in der letzten Winterpause. Der hat die Ehrenmedaille hier vom DFB bekommen. Also es gibt diese Leute, die auch der MSV findet. Und da ist jetzt einfach der Hammer reingefallen. Und wie es jetzt weitergeht, also ich setze wirklich große Hoffnungen auf den neuen Vorsitzenden
des Aufsichtsrats, den ich gestern zum ersten Mal live erlebt habe und der mir so eine Person zu sein scheint, der tatkräftig von außen kommt und gleichzeitig nicht scheut, zuzupacken und mit den Gegebenheiten, die das verhindert haben, dass jetzt die Lizenz erteilt wurde, aufzuräumen. Also, das ist das Einzige. Okay, Schlussrunde. Jetzt haben wir uns schön unterhalten. Möchte ich der Rainer fragen, wie seht ihr die Situation für euren Verein jetzt auch selbst, so die nächsten 3-5 Jahre? Und was würdet ihr persönlich noch ändern, um es noch besser zu machen? Ja gut, da kann ich wirklich am allerwenigsten klagen im Klar. Moment. Unsere Situation ist hervorragend, die Perspektive glänzend. Wir haben ein sehr gutes Führungsteam, eine gute sportliche Leitung. Alles läuft ganz prima. Wir müssen jetzt noch die letzte Entscheidung am Transfermarkt abwarten. Aber ich denke, dass Borussia Dortmund in den nächsten Jahren noch weiterhin oben eine gewichtige Gefahren Rolle mitspielen wird. Siehst du jetzt nicht mehr Parallele, so Ende der 90er, 2002, dass sich das wiederholen könnte? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nicht mit Hans-Joachim Watzke. Okay. Der NSV? Ja, in dem Schwebezustand, in dem sich der Verein gerade befindet, 2 Wochen sind noch zu warten. Ich weiß nicht, also eigentlich nein, ich will dritte Liga haben. So, fertig. Und ich hoffe, dass diese Energie, die in den letzten 3 Wochen in Duisburg spürbar war, die Fans zu Aktionen getrieben hat, die in dieser Form so in Deutschland anscheinend noch nicht vorhanden gewesen sind. Das wurde gestern so gesagt, ich kann das nicht so beurteilen. Also diese Energie aufzugreifen und klar sich zu positionieren und nicht zu sagen, wir gucken jetzt sofort nach oben, sondern wir brauchen ein Bild von uns selbst. Und dieses Bild, das muss erstmal beschrieben werden. Und da sind jetzt Leute im Verein, die haben eine Vorstellung davon, wie dieses Bild auszusehen hat. Und ich hoffe sehr, dass damit dann die Grundlage gelegt wird, wo man dann mittelfristig wieder nach gucken kann. Gucken wir mal in 3 Jahren, wie es genau aussieht. Wie sehen Sie die Zukunft, die Ziele vom VfL? Ja, die Zukunft wird natürlich so sein, dass man, wie ich gesagt habe, mittelfristig natürlich die erste Liga anpeilt. Ich glaube, die Talsohle wurde letztes Jahr durchschritten. So eine Saison braucht kein Mensch mehr, gerade was das Umfeld betrifft. Aber man hat auch gesehen, dass trotz allem auch aufgrund der sportlichen Misere die Fans da waren, hinter einem gestanden sind. War natürlich auch viel, was mit Peter Neuhörer zu tun gehabt hat, der natürlich alle so ein bisschen euphorisiert hat. Man muss jetzt schauen, dass man die Euphorie mitnimmt, dass man eine Mannschaft formt, die in 1-2 Jahren, ich sage 2 Jahren vielleicht, wieder einen Schritt nach vorne macht, um dann das Ziel erste Liga wieder anpeilen zu können, weil das ist zwingend nötig für den VfL. Die Jugendarbeit kann es ja nicht liegen. Nein, die Jugendarbeit hat sich auch über die letzten Jahre entwickelt. Ich meine, wir stehen jetzt mit den Jugendmannschaften, gerade im Leistungsbereich. Klar hat Schalke da super Arbeit gemacht, gerade was die U17, U19 betrifft, aber der VfL Bochum war in der Jugend nicht weit hinten dran. Und wir müssen schauen, dass wir das auf Jahre dann das Niveau halten können, um wirklich den einen oder anderen nach vorne zu bringen. Weil das kann nur der Weg sein. Und wir wissen auch, dass wir die größten Talente, die dann die Perspektive vielleicht auch mal haben, nehmen wir Beispiel Leon Goretzka, dass solche Spieler für uns dann nicht mehr haltbar sind. Aber zumindest bekommt man dann eine finanzielle Entschädigung. Das muss einfach der Weg des VfL Bochum dann sein. Was muss bei Schalke 04, jetzt mal abgesehen auch von den Verbindlichkeiten, was muss noch besser werden, wenn man es jetzt gerade mal am Ruhrgebietsprimus im Moment vergleicht mit Dortmund? Na, ich denke, dass Schalke schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ich glaube, dass die eben angesprochene personelle Kontinuität gerade auf Führungsebene im Moment mehr als gegeben ist. Das sieht man auch. Der Weg ist langfristig angelegt. Wir sind seit einigen Jahren dabei, die Strukturen im Verein komplett zu verändern. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Wir haben klare Strukturen geschaffen. Und ich glaube auch, dass das sich gerade jetzt im sportlichen Bereich weiterhin auswirken wird. Die Mannschaft wird aufgebaut. Wir sind dabei, eine Mannschaft zu formen, die eben auch sehr viele junge deutsche Spieler hat, die eben auch dann natürlich gepaart mit den Spielern, die schon vorhanden sind, irgendwo weitere sportliche Erfolge erringen soll. Und ich glaube, dass wir eben auch im Jugendbereich sehr, sehr interessante Spieler haben, die nachrücken werden. Und deswegen sehe ich Schalke im Moment auf einem sehr guten Weg und bin auch der festen Überzeugung, dass das Getragen vom Publikum in den nächsten Jahren halt auch einige Erfolge für den Verein bringen kann. Okay, dann wünsche ich euch allen viel Glück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und bedanke mich auch bei den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal.
Thank you.